Ja, liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen. Ich bin zurück am Hochbeet, am Orte des Dramas, das sich hier abgespielt hat. Die Engerlinge haben von meinem Kumpel Molenzio das Hochbeet leer gefressen und du siehst, hier haben wir schon einiges gemacht und ich bin ja schon wieder kräftig am Sieben, aber dazu gleich mehr. Doch bevor wir loslegen, Leute, vielen, vielen Dank für eure Kommentare, für euer Feedback, für eure guten Ratschläge. Ich war bisher in meinem Leben, in meinem Gärtnerleben mit diesen Engerlingen verschont geblieben, aber ich sag mal so, das ist eine wirkliche Plage. Schauen wir uns mal diesen Engerling hier an. Ja, der bewegt sich seitwärts weiter. Seitwärts bewegt der Engerling sich. Das muss ein Engerling des Maikäfers sein, Leute. Und im ersten Video hatten wir die Vermutung angestellt, dass es sich um Engerlinge des Nashornkäfers hier drin handelt. Warum? Wir hatten einen toten Nashornkäfer gefunden und haben daraus geschlossen, das müssen alles hier Engerlinge des Nashornkäfers sein. Aber da kamt ihr und habt gesagt, stopp, Robert, das kann gar nicht sein, denn die Engerlinge des Nashornkäfers ernähren sich nur von totem Pflanzenmaterial. Doch die Engerlinge des Maikäfers zum Beispiel ernähren sich auch von lebenden Pflanzen. Und das ist genau das, was wir hier drin gesehen haben, dass sie wirklich alles radikal gefressen haben. Und die Mehrzahl der Engerlinge, die sich hier in diesem Hochbeet eingenistet haben, das sind wirklich die Engerlinge des Maikäfers. Und das ist wirklich eine schlimme, schlimme Plage, Leute. Ja, Freunde, was haben wir bis jetzt gemacht? Du siehst eine Schaufel, ein Sieb, eine Schubkarre und einen Eimer. Du kannst ja schon denken, was wir gemacht haben. Genau, wir haben das Hochbeet einmal ausgehoben bis zu einer Tiefe von 60 cm. Wir haben das in Segmente unterteilt, das war Segment 1. Ja, wie gesagt, bis zu einer Tiefe von 60 cm haben wir Engerlinge gefunden. Jetzt sind wir hier gerade hier in diesem Abschnitt am Arbeiten. Hier drüben ist uns jetzt gerade der Kürbis noch ein bisschen im Weg. Aber auch hier, ihr werdet euch denken, wenn man jetzt hier ein bisschen in der Erde ein bisschen durchspült, stößt man auf Engerlinge. Also hier kommen wir auch nicht drum herum, hier mal das einfach komplett durchzusieben. Hier ist auch einer wieder, den haben wir gerade gefunden hier. Also wir kommen einfach nicht drum herum, das Hochbeet einmal auf seiner gesamten Länge und auf seiner gesamten Breite einmal komplett auszuheben, ist natürlich eine wahnsinnige Arbeit. Freunde, und unsere Frage war ja gewesen, wie kriegen wir denn nun diese Tierchen hier raus aus unserem Hochbeet? Und der Vorschlag, der am meisten kam, war einmal durchsieben. Dafür haben wir uns auch entschlossen. Du siehst, da drüben ist ein Sieb und die landen dann hier in Eimer und kommen dann einfach in den Wald. Warum wollten wir keine Nematoden einsetzen? Das war auch ein Vorschlag, der von euch kam. Das sind ja wie kleine Fadenwürmer, die dann in die Engerlinge eindringen und diese töten. Aber ich hatte euch ja gesagt, wir haben hier auch Engerlinge des Nashornkäfers drin, Leute. Und die Engerlinge des Nashornkäfers stehen unter Naturschutz. Ja, Freunde, und ein weiterer Vorschlag war gewesen, hier Hühner reinzusetzen. Also quasi, wir sollten hier Hasendraht rundherum spannen und dann einfach mal 2-3 Tage hier Hühner reinsetzen. Die würden das Hochbeet einmal komplett umflügen und alles fressen, was hier drin ist. Ja, wir sind hier an der Gartenanlage. Leute, mit Hühnern sieht es hier ein bisschen schlecht aus. Da kommt der Gartenvorstand und zieht uns eine übers Dach. Also blieb uns wirklich am Ende nur das Sieben. Ja, Freunde, was mir gerade noch einfällt, wenn ihr das Problem habt, schaut auf jeden Fall in die Randbereiche des Hochbeetes. Dort tummeln sich die Engerlinge des Maikäfers in Massen. In der Mitte war es eher so, ja, waren nicht ganz so viele, aber wie gesagt, in den Randbereichen. Also ihr müsst wirklich alles komplett gut durchsieben, dass euch da keine Engerlinge durch die Lappen gehen. Was mir auch noch aufgefallen ist, ja, in der Literatur und allgemein im Internet findet man wirklich sehr wenig gute Seiten, gerade zur Bestimmung von den Engerlingen. Wenn ihr da irgendwie eine coole Seite habt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, das würde mich mal total interessieren. Und der Fehler, der hier bei den Hochbeeten gemacht worden ist, war einfach, dass hier keine Schutznetze über die Hochbeete gespannt worden sind. Und jetzt können hier die Käfer einfach schön anfliegen, können sich hier reinsetzen und ihre Eier hier ablegen. Und dann haben wir einen Salat, Leute. Also ist jetzt nicht so, dass das nur mein Kumpel Molenzio falsch gemacht hat. Das habe ich bei mir im Garten auch nicht. Kannst ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie du das machst. Hast du immer Schutznetze über deine Hochbeeten drüber? Ansonsten empfehle ich dir natürlich mein Video 7 Fehler Hochbeet. Da ist das der Fehler mit den Schutznetzen nicht mit drin, aber 7 andere fatale Fehler, die du bei der Hochbeetplanung und beim Betrieb deines Hochbeetes vermeiden solltest. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Alles Gute, lass gerne ein Abo da, lass gerne ein Like da. Bis bald, euer Robert von Autorando. Ciao.